Warum bist du nicht bei Lee und seinen Söldnern? Bin ich doch. Nur eben nicht auf dem Hof. Ich bin sozusagen unser Vorposten in der Stadt. Wir wollen ja schließlich nicht, dass das Schiff ohne uns abfährt. Von welchem Schiff? Von welchem Schiff hast du geredet? Es liegt am Hochseehafen, hinter den Felsen. Lee und ein paar von seinen Leuten wollen unbedingt hier weg. Aber das kann noch dauern. Warum? Das fragst du am besten Lee, wenn du ihn triffst. Er hat Pläne. Okay, erzähl mir noch was über die Söldner. Erzähl mir mehr über die Söldner. Also wenn du noch so ein harter Junge bist wie damals, solltest du mit ihnen keine Probleme haben. Die meisten von ihnen sind Raufbolde. Und wer sich nicht durchsetzen kann, kommt auch nicht weit. Wenn du zart beseitet bist, hast du keine Chance, bei ihnen zu landen. Ah ja, das sind wir nicht. Ich kenne ja von Gothic 1, aber ich finde jetzt irgendwie, weil das sind halt unsere alten Kollegen eher bei den Söldnern. Da ist halt jetzt der Laris bei, da ist Lee bei, wie wir jetzt schon gehört haben. Irgendwie finde ich das besser, als jetzt hier bei der Miliz anzubandeln, wo man keinen wieder von kennt und nicht weiß, was die machen wollen. Wenn wir jetzt zu Lee gehen, hundertprozentig sagt er uns dann auch, ja, wir wollen das, das und das machen, damit das und das passiert. So, da ist man so, da weiß man, worum es geht. Und die Paladine, die sind ja dann so, ganz am Ende erfährt man dann, warum die überhaupt so einen Scheiß hier überhaupt machen, ne? Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Klar. Wenn du willst, helfe ich dir, geschickter und stärker zu werden. Okay, also können wir bei ihm was lernen. Weißt du was über die Diebesgilde? Ah, das ist jetzt weißt du etwas über eine Diebesgilde in der Stadt? Du kannst Fragen stellen. Natürlich gibt es eine Diebesgilde hier, wie in jeder größeren Stadt. Und jeder kleine Taschendieb oder Hehler hängt wahrscheinlich irgendwie mit drin. Ah, das war ja jetzt super. Weißt du, wo ich die Diebesgilde finden kann? Nichts gegen dich. Aber wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Diese Leute reagieren für gewöhnlich sehr empfindlich auf sowas. Wenn du dich mit ihnen einlassen willst, wäre ich sehr vorsichtig. Ja, also müssen wir das selbst machen. Und was hier? Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Das ist gut. Aber die Entscheidung darüber, ob du aufgenommen wirst, liegt einzig und allein bei den Wassermagiern. Was hast du gemacht, um die Wassermagier zu beeindrucken? Ich habe sie eine lange Zeit über beschützt, als wir noch unter der Barriere gelebt haben. Und sie hatten allen Grund, mir dafür dankbar zu sein. Ja, und wir kriegen nichts dafür, dass wir hier, ne? Mann. Wie ist das so, zum Ring zu gehören? Wir unterscheiden uns wesentlich von den üblichen Gemeinschaften, denen du hier in Korinnis beitreten kannst. Wenn du erstmal zu uns gehörst, werden wir nichts von dir verlangen, was du nicht selbst bereit bist zu tun. Das Einzige, was von dir verlangt wird, ist, dich zu halten. Wir wirken im Verborgenen und wollen nicht, dass Außenstehende wissen, wer zu uns gehört. Wir werden dich im Auge behalten. Alles Weitere wird sich zeigen. Oh ja, jetzt ja gut an hier, verstehe. Verstehe. So, ja. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Warte mal eben. Was genau machst du hier im Hafen? Ah, jetzt geht's. Ich mache das, was alle von uns tun. Ich erledige die Aufgaben, die mir die Wassermagier auftragen. Einige der vermissten Leute sind Fischer. Sie sind mitsamt ihren Booten verschwunden. Deswegen stehe ich hier und beobachte den Hafen. Vielleicht tut sich da noch was. Aber du kannst mir helfen. Pass auf, ich gebe dir meinen Aquamarinring. Er ist das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen von uns erkennen, dass du für mich unterwegs bist. Besorg mir eine Ablösung, damit ich das Ornament zurückbringen kann. Einer von uns hält immer den Marktplatz im Auge. Ich weiß aber nicht, wer das im Moment macht. Sprich am besten mit allen, die dort rumstehen. Wenn der richtige Mann meinen Aquamarinring an deinem Finger sieht, wird er sich dir zu erkennen geben. Sag ihm, dass er für einen Ersatz hier am Hafen sorgen soll. Sehr gut. Was hier? Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Brauche Gold? Ja, ich quatsche einfach mal. Ich brauche Geld. Das brauchen wir alle. Soll heißen, ich kann dir nichts geben. Aber Lehmar, der Geldverleiher, schuldet mir noch einen Gefallen. Geh zu ihm und leih dir das Geld, das du brauchst. Den Rest regle ich dann schon. Du findest Lehmar im Hafenviertel an der Grenze zur Unterstadt. Okay, wie viel können wir uns da wohl leihen? 1000? Naja.
Toll, das war's jetzt. Mehr können wir nicht hier helfen lassen. Wegen der verschwundenen Leuten. Okay, lass uns gehen. Bring mir was bei. Okay, lass uns gehen. Der soll uns auf jeden Fall zu Onas Hof bringen. Schon alleine, damit wir selbst nicht laufen müssen. Also alleine den Weg laufen müssen. Die ganzen Viecher, die auf dem Weg sein werden, 100 Pro, kann er dann aus dem Weg räumen. Wir gehen hier mal nach links. Sieht weniger hier aus. Jay! Wow. Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jong. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Corinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall, auch in meinem Turm. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da wären sie wenigstens raus aus meinem Turm. Toll. Ich glaube, ich weiß, welcher Turm das ist. Ihr könnt euch noch daran erinnern, als wir in die Stadt gekommen sind, haben wir ja diesen Weg über diese Mauer da rechts von uns gemacht. Und da war ja auch ein Turm oben, wo Leute mit Bögen standen, die auch auf uns geschossen haben. Ich glaube, das sind die, die in seinem Turm sitzen. Naja. Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles und von dort geht alles aus. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Erzähl mir was über den Hafen. Der Hafen von Corinis ist nicht mehr das, was er mal war. Hier treibt sich nur noch Gesindel rum. Die Schiffe kommen nicht mehr und der Handel ist tot. Der Hafen, der ist kaputt. Warum gehst du da nicht? Einen alten Seebär wie mich nimmt doch keiner mehr auf sein Schiff. Die meisten denken doch, dem alten Jack ist die Gicht in die morschen Knochen gefahren. Und? Haben Sie recht? Erzähl keinen Unsinn. Wenn ich erst wieder Planken unter den Füßen habe, dann fühle ich mich wie ein junger Hüpfer. Was meinst du mit Gesindel? Siehst du an, dieses faule Pack? Die meisten wissen gar nicht mehr, was Arbeit ist. Die saufen den ganzen Tag und verhuren ihre letzte Heuer. Ich sag dir, halt dich von denen fern. Na, wir auf keinen Fall. Wir sind ja immer tätig hier, ne? Warum kommen keine Schiffe mehr? Warum kommen keine Schiffe mehr? Alle sagen, wenn der Krieg vorbei ist, wird alles wieder wie früher. Das ist alles Schiet. Ich sag dir, ein Seemann, der merkt, wenn es mit der Stadt bergab geht. Ein Seemann hat sowas im Blut. Und ich sag dir, mit diesem Hafen ist nichts mehr los. Der hat ausgedient. So. Erzähl mir was über den Hafen. Ja, toll, dann war es das also. Gut. Ja, haben wir denn jetzt eine Quest bekommen? Ja, Banditen in Jacks Leuchtturm. Ja, war klar, dass wir den frei machen müssen. Hi, Brahim oder was stand da? Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Sie ist sehr günstig. Und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich auch gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich so ist. Sieh dich doch mal um. Ist dieses Loch hier denn etwa der Ort, wo du alt werden willst? Kein Wunder, dass sich die Leute aus dem Staub machen. Zeig mir deine Karten. Landkarte, Corinis Stadtkarte, 250. Oh ja, die lassen wir erstmal stecken, wa? Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Ja, sehr schön. Ich will mal eben gucken. Haben wir nicht gerade eine Quest bekommen? Das ist natürlich jetzt blöd, dass man hier nicht sieht, welche wir bekommen haben. Eigentlich sind die nach Reihenfolge.
Und hier ist jetzt nichts Neues drüber, also weiß ich nicht, wo der reingepinselt hat, gerade diese Quest-Aktualisierung. Naja, aber wir wissen ja, hier schon mal kriegen wir Karten, aber 250 für eine Karte jetzt gerade können wir machen, wenn wir aus der Stadt aufbrechen, aber bis dahin brauchen wir die erstmal nicht. Ja, quatschen wir einfach weiter. Kleine Quatsche-Folge wieder, aber jetzt müssen wir hier eben die Leute, ne, wisst da schon Bescheid. Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg, und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Ich sage dir, die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Und das wird nicht schön. Aber irgendwie kann ich mir das bis jetzt noch nicht so vorstellen, dass die Paladine wirklich hier so ein Scheißkaff vor den Orks bewachen wollen. Das Einzige, was denen ja wichtig war, war damals in der Barriere das Erz. Also, sag ich mal, das Einzige, was denen jetzt hier an diesem Land oder an dieser Insel hier noch interessieren würde, wäre doch eigentlich das Erz für Waffen. Und irgendwie bin ich noch nicht so sicher, dass die hier wirklich sind, um dieses Scheißkaff zu bewachen. Da hätten die einfach ein Schiff geschickt und gesagt, alle, die mitkommen wollen, ein und bringen euch zum Festland und sind fertig damit. Ich glaube nicht, dass die hier so wirklich sowas verteidigen würden. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Naja, quatschen wir einfach weiter. Müssen halt vorankommen hier in der Story, ne? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Ich will wissen, warum sie hier sind. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden. Und wie weit sie von der Stadt entfernt sind. Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Bringe mir einfach alle Informationen, die du kriegen kannst. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Vor allem Boot, guckt euch das mal an, das ist doch kein Boot mehr. Das ist doch schon ein Schiff. Naja. Informationen über die Orks. Ich habe Informationen über die Orks. Lass hören. Sie sitzen im Minental fest und dort werden sie wohl auch bleiben. Zur Sicherheit lassen die Paladine den Pass bewachen. Gut, wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Was den Ork vor der Stadt angeht. Ja? Mach dir über ihn keine Gedanken. Die Stadtwache wird sich um ihn kümmern. Gut, wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe liegen, um uns von hier zu verdrücken. Um ehrlich zu sein, liegt hier nur ein Schiff und das gehört den Paladinen. Die lassen uns bestimmt nicht damit abhauen. Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben 1000 Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff. Der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur, als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Ja, selbst schuld, aber es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass der irgendwo abschimmelt und sein Geld ausgibt, sondern dass er zu diesen verschwundenen Leuten gehört. Wann hast du Monty das letzte Mal gesehen? Er ist schon mindestens 2 Tage nicht mehr zur Arbeit erschienen. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Wo finde ich diesen Farim? Er ist Fischer. Ich glaube, er hat seine Hütte in der Nähe des Proviantlagers der Paladine. Aber genau weiß ich das nicht. Naja, also links da hinten, wo das Schiff irgendwo rumdümpelt. Hafenlos hatten wir schon. Gibt es nichts. Wer bist du? Arbeiter? Hallo? Du hier? Arbeiter, okay, die haben nichts zu sagen. Also wenn einer behauptet, dass das hier ein Boot wäre, ne? Ja, ne, ist schon ein Stückchen größer als ein Boot, ne? Buchkommode, sauber, können wir lesen, gibt's Erfahrung. Der Weg des Kämpfers, Angriff ist die beste Verteidigung.
Haben wir schon sogar bei Gothic 1, glaube ich, gelesen, dass man gegen Monster nicht blocken kann. Ich guck noch mal, weil der soll ja ins Hafenviertel gesprungen sein, der Dieb. Man da was sieht, aber irgendwie sieht man da nichts. Was steht er denn da so oben? Wollt nur mal rein, weil das hier noch zu dem Hafen gehört. Aber wer steht denn da oben so, ne? Hey, du hast hier nichts zu suchen, klar? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Ich bin hier der Chef, okay? Der Chef? Von was? Von den Kisten? Hey, das Lagerhaus untersteht meiner Aufsicht, klar? Also verpiss dich, sonst schlage ich dir den Schädel ein. Okay, der wird wahrscheinlich nochmal irgendwann wichtig werden. Was ist hier unten? Wenn er schon so aggressiv ist, dass wir hier nicht rein dürfen, ne? Dann kannst du mir doch nicht erzählen, dass hier nichts ist. Aber hier ist auch nichts. Ich dachte wenigstens mal eine Goldmünze, die hier noch zwischen liegt oder so. Also das müssen wir uns auch merken, dass hier in dem Hafendingens eine Wache steht, die einen direkt anpöbelt und einen an die Wäsche will. Ohne Kanone. Ach, hier sind wir, genau, hier sind wir runtergesprungen gekommen, als wir in die Stadt reinkamen. So, sonst noch was hier? Nö, ne? Lol, guck mal hier oben. Ein Lederbeutel. Und da hinten. Warte, ich gucke jetzt gerade mal, weil da, seht ihr das da auf dem Dach, da liegt eine Spruchrolle. Was denn für eine? War das die hier? Eispfeil, Licht, Wunden heilen. Eine von denen war das. Ist hier noch mehr drauf? Naja, solange wir auf den Dächern noch rumspringen können, machen wir das erstmal. Guck mal, hier im Hinterhof sitzen auch welche. Ach, ich glaube, da veranstalten die Kämpfe da hinten. Weil das sieht zumindest so aus, da stehen so viele Typen um irgendwie was rum. Da lalle ich noch was. Ein Trank. Nice. Boah, ich bin aber auch noch ein Lederbeutel. Boah, ich bin aber auch manchmal glücklich, lucky und hab mehr Glück als Verstand, ne? Ey, dass ich den Lederbeutel da noch gesehen habe und jetzt hier drüber noch einer. Lol, wie viele Lederbeutel sind denn hier versteckt auf den Dächern? Ey, wenn man die nicht gefunden hätte, hätte ich ja geheult. Guck mal. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ein paar Münzen und Beutel voller Münzen. Nice, wir machen den jetzt noch nicht offen. Da liegt noch was? Was ist das denn? Honig. Pff, ja, okay. Ist nicht so wild, aber... Ey, da ist noch mal Honig? Ich hab was anderes gehört. Nee, Pech. Pech brauche ich nicht. Braucht Glück. So, sonst noch was hier? Da hinten auf dem Dach sehe ich nichts mehr. Ey, nice. So, gelohnt. Aber ich guck mal, dass wir hier vorne noch vielleicht aufs Dach kommen. Vielleicht gibt's da noch was. Hier. Zack. Oh, knapp. Hier noch was? Noch ein Trank? Nice. So. Wart schon einfach mal hierher. Hier gibt's auch ein Schaf. Okay, hier könnte man also wahrscheinlich auch ein Schaf kaufen. Und der Lemar, oder wie er heißt, hat ja auch 1000 Gold, die er einem leihen kann. Also hätte man daher das Gold bekommen, was man braucht, um in die Festung da zu kommen. Wie heißt es denn hier? In die Vulkan... Ne, Vulkanfestung nicht. Wie hieß sie denn einfach nur? Feuermagierfestung. Leih mir Geld. Leih mir Geld. Klar. Toll. Ja, ich überleg's mir nochmal. Ich gucke mal nach, wie viel wir uns leihen können, die Lee klar macht. Ich will jetzt nicht 200 leihen und dann leiht er uns 1000 und dann ist es damit klar. Oder ob das überhaupt bezahlt wird vom, oder beglichen wird von Laris, ne? Naja. Ich denke mal, wir machen hier für heute erstmal Schluss. Wir werden noch hier in die Hinterhöfe gehen müssen. Und dann die ganze linke Seite noch vom Hafen hier. Aber dann haben wir den Hafen schon mal fertig. Und dann fehlt uns noch die Oberstadt von der Stadt. Dann hätten wir das schon mal alles erledigt. Haben wir so viele Quests wie möglich angenommen. So viel Erfahrung wie möglich gesammelt. Und ja, 5000 Quests hier noch offen. Aber wir werden das schon hinbekommen. Nach und nach. Dauert halt ein bisschen. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Ciao, ciao, Leute.